Macht schon weiter, ich komme nach. Ich gehe kurz hier rein und hol mir ein paar Klosteine. Wieso holst du dir denn jetzt bitte Klosteine? Für die Dusche zu Haus. Oh, Gott! Miss Archer sieht aus, als hätte ihr ein Esel mitten ins Gesicht getreten. Wie ist das Wasser? Sweet Baby James, es ist perfekt. Pam! Ja, natürlich. Ich weiß es. Ja, ich habe wieder zugenommen. Verklagen Sie mich doch. Nein, ich... Hey, mein Therapeut sagt, jeder Mensch hat sein Loch, das er füllen muss. Manche machen das mit Drogen, andere mit Arbeit und andere mit Zwischenmahlzeiten, Alk und einem Therapeutenschwanz. Eigentlich betrachte ich ja nur Ihr Schamhaar. Oh ja, das soll ein Blitz sein. Nur die Buchstaben könnten nachgezogen werden. Denn eigentlich steht da TCB, Taking Care of Bushiness. Super, Kampai. Wo ist der Schnaps? Ach, du bist sicher imstande, das selbst herauszufinden. Komm schon, woher soll ich denn wissen? Das lasse ich als Entschuldigung durchgehen. Wow, ihr seht ja ganz passabel aus. Nett, dass du das sagst. Ich absolviere derzeit ein neues Trainingsprogramm. Ich gehe regelmäßig auf den Schießstand. Aber den Dreh habe ich noch nicht raus. Dachte, das wäre einfacher. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemandem meinen Edelstahlspieß ins Auge steche, liegt bei nur 10%. Die Wahrscheinlichkeit sollte aber bei 0 liegen. Jetzt liegt sie bei 20. Naja, auch nicht schlecht. Ich muss los. Nicht doch. Jetzt sind Sie schon mal hier. Da können Sie uns doch auch die Details der Mission verraten, hm? Das werde ich. Aber auch nur, weil ich das genau so vorhatte. Einer unserer, naja, ich nehme an, Sie nennen so jemanden Freelancer. Wie nennen Sie ihn? Ich nenne ihn auch Freelancer, also seien Sie still, aber egal. Jedenfalls braucht er einen Lift raus aus Buenos Aires. Hey, wir sind doch unter uns. Sagen Sie ruhig Buenos Aires. Und still. Und was für eine Mission führt die CIA in Argentinien durch? Oh, sorry. Sie nennt sich Operation Nix an. Ich... Genau wie ein feuchten Dreck, Lana. Ja, ich... Dr. Kane, bitte in die Verbrennungsstation. Weil dort ein Patient liegt, der Verbrennungen hat? Nein. Kauer-Ding. Ça va te? Na, ich kann ja nur annehmen, dass das wieder eine deiner hirnrissigen Mailbox-Ansagen ist. Also werde ich... Ach, darauf falle ich doch nicht wieder rein. Ach, Mutter, ich bin Sterling. Und, was ist dann wohl die Wurzel aus 9? Minus 9? Sterling? Hab ich dich! Gott verdammt! War nur ein Witz, das ist 3. Und außerdem ich. Idiot! Wie hast du mich denn nur gefunden?